Kommt zurück. Ich habe jetzt herausgefunden, was los ist mit dem Nachschub, der funktioniert. Und hier vorne mit der Reputation. Da oben war ein Knopf, den habe ich hier die ganze Zeit irgendwie nicht gesehen. Und da hätte man jetzt hier das umtauschen können. Ich kann aber aus irgendeinem Grund nur 11 Nachschub, 11 Reputation benutzen, obwohl ich 31 habe. Sonst hätte ich halt hier nochmal einen Knubbel irgendwas geholt. Ganz interessant. Also im Moment lohnt sich glaube ich nicht, aber hätte ich das gewusst, hätte ich vor Shiloh da auf jeden Fall eingekauft. Die andere Geschichte ist, ich habe mit dem Nachschub das entdeckt. Jedes Chor hat seinen eigenen Wagen. Anscheinend gibt es einen Wagen pro Chor und die kommen mit diesen Nachschubswerten. Und ich habe jetzt schon was eingekauft, aber das erste Chor hatte nach der Schlacht vor Shiloh null Nachschub gehabt. Habe das aber nicht gesehen, wenn ich auf dem zweiten Chor nur die Zahlen mir angeguckt habe. Und von da hatten wir, sind wir ohne Munition die Shiloh-Schlacht gegangen, die 2 Tage gegen. Kleiner Fehler, kann ja mal passieren. Aber deswegen war der Wagen von Anfang an eigentlich leer. Da muss man halt immer wieder nachkaufen, den Nachschub. Und ich habe es halt nicht gemacht. Und das war halt fatal, wie ihr in der Schlacht vielleicht gesehen habt. Wir hatten da keine Bullets mehr. Und da habe ich jetzt alle hier frisch gemacht. Ich mache einfach mal so weit voll, wie ich Geld habe. Ein Nachschub kostet ein Geld. Wie viel das jetzt versorgt, kann ich euch nicht sagen. Aber in jedem Fall war es auf null nach der Schlacht. Und vor der Schlacht war es auch nicht besonders viel größer. Kleiner Fauxpas. Aber geht jetzt weiter. So, jetzt gehen wir jetzt nach Winchester und gucken uns die Geschichte an. Kleine Schlacht, hoffentlich ein Sieg diesmal. So, was wollen die denn? Winchester. We've decided to launch offensive operations on the Union forces in Shenandoah Valley, preventing them from reinforcing their offensive against Richmond. We must use a bold strategy by employing audacity and rapid, unpredictable movements on the whole valley. Okay? And therefore you'll use a small flexible force. The rest of your army will take positions at the outskirts of your capital. Our capital, as Union commander of the Department of Shenandoah Banks is attempting to reorganize his army at Winchester to defend the town. More swiftly attack the Union force. Soll das heißen, ich kann nur eine Truppe mitnehmen oder wie soll ich das interpretieren? Wir vermuten, dass der Gegner 16.000 Mann hat. Wenn ich nur ein Korps mitnehmen darf, also die gesamte Armee macht 16.000 Mann bei mir ungefähr aus. 10.000, wenn ich nur ein Korps mitnehmen darf. Wollt ihr mich eigentlich, hassen die mich? Ich verstehe das halt nicht, ne? Okay, dann nehmen wir nur das erste Korps mit. Aber, also hier wieder, die sind halt eingegraben, die haben mehr Soldaten, die haben doppelt so viel Artillerie. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die mich hassen in dem Spiel. Also unsere Significant Force ist halt ungefähr ein Drittel kleiner als der Feind. Ich weiß nicht, was dieser Davis da geschluckt hat, aber das ist, gesund ist das nicht. The enemy is outnumbered. Tatsächlich. Also ich hoffe mal, dass sie mir jetzt eine riesen Armee dafür in die Hand drücken, weil unsere Spione sagen eindeutig, dass wir outnumbered sind. Also ich bin mir halt noch nicht sicher, ob das richtig gelesen wird. Na gut, das wollen wir auf jeden Fall angreifen. Über offenes Gelände. Um 4 Uhr morgens geht's los. Erstmal so starten. Und da muss einfach Verstärkung kommen, als andere Blöde. Also nämlich hier in diesen kleinen Waldstücken erwartet oder meinetwegen auch in den Gebäuden und ich übers offene Feld hier laufe, dann wird das ein Massaker. Und das mit meiner Kernarmee, meinem Lieblingschor. Also die haben halt doppelt so viel Geschütze. Ich kann ihn auch nicht einfach da rausballern. Ne? Das wird halt auch keine Option. Wir reiten jetzt einfach mit dem mal um die Ecke. Gucken uns das mal an, die Lage. Zeit. Ich weiß nicht, ob das in Stunden wirklich gerechnet werden kann. Also ob die um 7 Uhr morgens vorbei ist, die Schlacht. So würde ich das interpretieren jetzt, weil das schwachsinnig wäre. Ja. Also müssen wir mit der Kavallerie erstmal gucken, wo der Feind ungefähr ist. Am besten ohne, dass wir eine ganze Salve fressen. Und dann werde ich die wahrscheinlich umdeployen müssen, die Armee. Ich könnte schon mal nach vorne marschieren, aber ich weiß ja nicht, welche Idioten sich diese Schlachtpläne da überlegen. Also sie outnumbern die halt nicht, ne? Es sei denn, da kommt halt wirklich irgendwie noch eine Riesenarmee. Das hier ist so ein bisschen Anhöhe, kann ich dann hier vorne runter gucken. Da ist die Artillerie. Die move sich weg von der Front. Okay, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Da ist ein Skirmisher. Na gut, den chargen wir jetzt. Also wir haben eine massiv große Art Kavallerie hier vorne.
Den können wir schon mal nach Hause schicken. In eine Holzkisten. Ja, das sollte eigentlich gut funktionieren. Vielleicht können wir sogar noch eine Artillerie mitnehmen. Aber ich vermute, wenn ich da rein charge, dass hier überall Infanteristen sind. Aber wenn ich die Geschütze ausschalten könnte, das wäre natürlich schon hilfreich. Killverhältnis, ja, fast 1 zu 1. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Das liegt aber daran, dass das die Shooter sind, nicht die mit dem Säbel. Aber trotzdem, wir haben mehr Soldaten und wir können den halt hier komplett routen. Von da will ich das schon machen. Ich werde jetzt echt nur überlegen, ob ich meine gesamte Armee wirklich hier rumbringen soll, weil dann gehen wir mal die gesamte Deckung. Ich glaube, so machen wir das. Warte. So macht das Sinn. Nee, nee, nicht zu nah darüber. Genau. Weil dann können wir nämlich hier vorne. Oh, was ist das denn? Der hat mich sogar zurückgeschlagen. Das ist noch ein Skirmisher. Wenn ich dir. Ja, okay, das wird ein bisschen zu teuer hier. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie besser abschneiden, aber ich bin ja selber schuld. Deren Auftrag ist tatsächlich auch gar nicht, die in Nahkampf zu verwickeln, ne? Das war der auch nie. Ich habe nur gehofft, dass es vielleicht trotzdem klappt, weil ich doppelt so viele Leute hatte. Aber offensichtlich war das nicht der Fall. Gut, was ich gerade sagen wollte, ist, meine Überlegung jetzt gerade hier, kann ich mir noch nicht anklicken, ist, wenn die ihre Defense hier deployen, erstmal haben die hier weniger Deckung zur Verfügung als auf der linken Seite. Und wenn die hier deployen, kann ich die so ein bisschen umzingeln und dann kann ich halt mit 6 Truppen auf einen schießen, ne? Und da ist, glaube ich, der rechte Anflugswinkel quasi der bessere. Und wir wissen ja, dass hier jetzt auch keine riesen Armee steht, sondern nur 2 Skirmisher. Was zum? Reicht es nicht, dass sie mehr Truppen haben? Müssen die mich jetzt auch noch umzingeln? Oh Gott, was für eine. Draw and take at least 10% mehr Schaden. Okay. Also, dass jetzt der hinter mir ist, das geht natürlich nicht. Aber das wird für so eine Massakerkarte. Also vielleicht habe ich irgendwas massiv falsch gemacht, aber das mit den Zahlen hier, ich weiß mal nicht. Ja, der hat natürlich jetzt hier auch bessere Deckung und alles. Mit dem kämpfen wir jetzt sicher nicht so. Wir gelten jetzt als Flank wegen dem, oder was? Kannst zumindest die Kanone mal auf die Reiter halten. Da kommt noch eine Kavallerie. Das ist nicht mein Tag, ne? Jetzt flieht er halt zu dem Feind. Okay, wir nehmen auf jeden Fall jetzt hier Aufstellung. Das Problem ist halt, dass die halt auf meine Kanonen Zugriff haben unter Umständen. Und das ist halt weniger witzig. Die schießen schon die ganze Zeit da drauf, weil die müssen jetzt drehen, dann müssen sie eh nicht mithalten können. Schießt einfach mal da unten drauf, ist schön nah. Wahrscheinlich wird gleich mein Nachschubswagen hier irgendwo auftauchen, weil die mal nachträglich kommen. Dann kann der den einfach mitnehmen. Das ist aber wahrscheinlich nicht so ein Drama, außer dass der Nachschub halt dann eben weg ist. Das Drama bei der Geschichte wird sein, dass die, ich muss die hier aufstellen, dann schießen die aber nicht, aber das ist sonst so ungeschützt. Ja, das Drama wird halt einfach sein, dass da ich hier neu kaufen muss. So, ich würde sagen, die Truppe ist jetzt bereit. Wir laufen jetzt wirklich hier um die Seite und machen jetzt hier gut Druck auf die Truppe. Das mit der Kavallerie hinter mir ist halt ein Riesenproblem, ne? Guck mal, was du den lieber abknallst. 3000 Mann Squads. Okay. Okay, stelle ich hier mal auf. Also, ja, die werden halt hier kaputt gehagelt. Ich setze nicht beide auf den Schicke, wenn die kaputt geschnitzelt. Aber auf die Distanz können wir zumindest mit der Kanone feuern. Hier ist auch nicht wirklich das, was ich unter Cover verstehen würde. Lass ruhig mal einen Schritt nach hinten gehen. Gut, aber hier unten können wir tatsächlich durchchargen. Gucken wir mal, ob wir hier genug Druck machen können, dass sie die hier rangehen. Dann machen wir von Druck von der Seite. So, geh mal dahin, dass du die Kavallerie abfangen kannst vielleicht. Okay, wir gehen jetzt einfach mit allen da unten durch. Wir gehen halt dadurch, wo man durch kann. Ne? Vielleicht können wir uns auch hier in die Ecke setzen, im Stadtkampf. Vielleicht können wir darüber das eher entscheiden. Die Kavallerie haut ganz ab, okay. Lass mal gucken, wie viel da noch drüben ist, dass wir ein bisschen eine Idee haben. Bam, die Artillerie räumt auf. Also wenn die 1400 Mann mit der Artillerie die 3000 beschäftigen, dann bin ich glücklich. Dann habe ich nichts zu meckern. Mein Traum wäre halt jetzt hier vorne rein zu chargen. So, let's go. Und du, charge den mal hier vorne, bevor die in den Häusern alle drin sind. Das sind ja nur kleine Skirmisher. So, die Moral hinterherbringen. Und die Reserve ist auch auf dem Weg. Das könnte funktionieren. Als ich chargen gesagt habe, meinte ich, solltest das Ding da chargen.
Okay, wir umreiten die jetzt mal, gucken, ob wir da vielleicht was kaputt machen können. Also die Batterie ausschalten, das wäre super. 14 Mann schon verloren. Ja, der soll halt nicht schießen, der soll halt wirklich den angreifen. Das wird ja auch gehen, Hauptsache du greifst den halt an. So, hier auch in die Gebäude rein. Also die Skirmisher, die können wir sicher im Nahkampf besiegen. Oh, was denn hier schön ist. Das ist der Kommandeur. Das ist jetzt ein bisschen suicidal, aber nee, den Kommandeur will ich. Wir brauchen die auch gar nicht chargen. Eigentlich müssen wir die nur, oh, so viel Feuer. Das war meine Kavallerie, komplett ausgelöscht, danke. Ich hätte gehofft, dass ich den vielleicht abknallen kann. So, jetzt aber. Charge. Brauchst du eine extra Einladung dafür? Jetzt macht das. Gut, also sind zumindest hier schon mal in dem Gebäudekomplex hier unten drin. Was die Skirmisher da machen, ist mir eigentlich egal. Wir laufen halt jetzt wirklich hier einmal quer durch, um den Punkt zu holen. Und dann haben wir die vielleicht aus der eigenen Stadt rausgeholt. Da oben beschäftigen wir noch die gesamte Armee, auch wenn die so langsam vorrücken. Also wenn da oben der Typ den Geist aufgibt und ich die Artillerie verliere, die hat mich halt ein Vermögen gekostet. Das wäre ein Albtraum. Ich meine, die Kavallerie hat auch ein Vermögen gekostet, die ist jetzt futsch. So, aber ich habe jetzt seine ausgeschaltet. Sehr gut. So, lass mal da reingehen. Du bist frisch, ne? Dann lass ruhig mal laufen. Damit wir mal die Stellung hier sichern. Skirmisher mal gefangen genommen. Sehr gut. Kriegsgefangene sind auch mal eine feine Sache. Bist du auch noch frisch? Ja, so ein bisschen. Du gehst dann einfach mal. Ja, lass mal die Stadt systematisch sichern. Zieht sich leider zurück. Dann tu den mal mit Moral verstärken. Okay, da kommen mir 6000 Mann drauf zugelaufen. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass die meine Batterie holen wollen. Also wenn die jetzt wirklich drauf anlegen, kann ich die nicht aufhalten, ne? Aber dann kriege ich zumindest den Punkt da unten erobert. So. Retreat, sagt er. Auch mal da reinlaufen. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade eine sehr gute Stellung haben. Da unten kommt Reserve. Oh, Nachschub. Den können wir vielleicht auch klauen. Ist aber bei der Map sicher nicht relevant. Ja, jetzt rücken die hier langsam vor, leider. Wie viel Cover hast du? 24%? Das ist ein bisschen wenig. Guck mal, ob du hier nicht ganz zurückziehen kannst. Und du auch. Also die 6000 Mann schon gut, wenn die beschäftigt sind, ne? 9000 Mann sind sogar. Also gut ist es auf jeden Fall, wenn die in die falsche Richtung laufen. Das können wir auf jeden Fall machen. Sehr gut. Jetzt haben wir den Außenbezirk quasi erobert. Geht auch nochmal rein. Kriegsgefangene nach vorne. Ja, da unten sind noch ein paar Skirmisher, mir aber egal. Die Schlacht wird hier vorne gewonnen. Ich stelle mal direkt davor. Ja gut. Also wenn jetzt diese knapp 10.000 Mann jetzt hier runterkommen, ich weiß nicht, ob meine Truppen das aufhalten können. Ich habe halt die Kavallerie leider verloren, sodass ich nicht sehe, wo die sich jetzt hinbewegen. Kann auch sein, dass sie mich gerade noch verfolgen. Ich sehe das nur nicht. So. Ja, den Punkt um jeden Preis halten. Gut, dass die Kanonen jetzt mitschießen. Ich hätte echt gehofft, dass sie die eben wirklich gut auslöschen, aber das war wohl auch nicht der Fall gewesen. Ist er noch frisch? Nee. Den kann ich ihn rennen lassen. Du rennst aber schon. Du bist erschöpft. Du bist auch erschöpft. Den Supply-Wagen würde ich gerne erobern. Hier wieder bräuchte man eigentlich Nachschub, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir den brauchen, aber dann haben wir den fürs nächste Mal. Das kostet ja auch Geld, das Zeug. Aber den noch zwei Skirmisher, da müsste ich einen größeren Trupp runterschicken. Ja, das hier oben macht mich schwer unglücklich. Ich gehe jetzt einfach nochmal raus und hoffe, dass ich schnell genug reagieren kann. Johnston ist das, kompetenter General eigentlich. Bam, bam. Ja gut, also hier sind halt die gesamten Batterien von ihm. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn ich jetzt in den Nahkampf gehe, dass mich da, also da könnten ja jetzt 10.000 Mann stehen, die mich in Empfang nehmen, wenn ich die charge, ne? Also daher muss ich leider hier das Feuer entgegennehmen von dem. Als andere scheint mir noch sehr selbstmörderisch zu sein. Ja, die sind sicher da unten, weil hier oben sehe ich jetzt gerade gar keinen. Jetzt kommen sie auch von der anderen Seite. Da kommen sie, das ist das erste Squad. Tatsächlich sollte der aber jetzt von allen Seiten hier Feuer entgegennehmen, ne? Kannst du die Stellung einfach halten? Will ich, dass du dich da wegbewegst? Das gilt für alle. Keine Kondition mehr.
Ich kann nur hoffen, dass die den jetzt brechen. Also eigentlich müssten die alle hier auf den feuern. Übermacht angreifen, ich die hasse, ne? Okay, aber wir könnten immer noch irgendwie 3000 Mann auf mich warten. Ich falle jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach unten, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht mit eine Brigade abziehen können vom Gegner. Aber im Prinzip ist jetzt nur eine Verteidigung angesagt. Ja, Moral von dem bricht schon hier. Ich habe ja einen General und der so ein Single. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, das war Victory, ist schon vorbei. Sehr gut. Ja, muss ich sagen, also solche Schlachten finde ich jetzt nicht so OP, ne? Also erstmal stimmten die Zahlen halt nicht. Die haben von Übermacht gesprochen, die überhaupt nicht vorhanden war. Und dann war es halt wirklich nur in die Stadt kämpfen, drin sitzen und dann haben die zu spät ihre Hauptarmee zurückgezogen. Weil normalerweise ist eine Schlacht ja an der Stelle nicht vorbei, ne? Normal würden die mich jetzt zerquetschen mit ihrer Übermacht oder müssen dann bis auf den letzten Mann kämpfen. Also das fand ich jetzt nicht so atmosphärisch gemacht. Das ist sicher noch ein Szenario, wo er dran arbeiten dürfte. Ja, hier Übermacht, vom Wegen, ne? Also sie hatten ja massiv mehr Truppen als ich. Meine Kavallerie ist komplett gestorben. 300 Mann haben irgendwie überlebt, okay. Zwei Geschütze verloren, der Gegner 12. Okay. Oh, das ist aufgelevelt, sehr gut. Wir haben wieder Sachen erbeutet, also da läuft das eigentlich. Kann man ja auch verkaufen, vor allem halt drei Kanonen erbeutet, die sind schön teuer. Ich würde es jetzt nicht als epischen Sieg interpretieren, aber ich denke sicher, dass sich das gelohnt hat. Auch bei den Kriegsgefangenen, eventuell müssen die Zahlen anpassen, weil das hat irgendwie keinen Einfluss. Oder ist halt sehr, sehr gering. So, dann rüsten wir mal die Truppe neu aus, nachschubmäßig. Ja, dem gar keinen Wagen rangeholt, von daher hat sich auch nicht verändert, die Zahl. Wir haben einen Kommandeur, hat wieder einen Löffel abgegeben. Sehr gut. Reservekommandeuren, Captains, ja, geben wir den mal weiter. Yes, sir. Hier vorne, der hat aufgelevelt, der Kamerad, der Brute, sehr schön. Das heißt, hier ist die Standard-Level im Prinzip. Ja, die Second Edition, die soll ja die sein, die schnell sein. Okay. Ich werde überlegen, die den besseren Waffen zu geben, aber eigentlich läuft das im Moment. Was ich jetzt auch überlege, ist, ob ich die wirklich auf 1500 Mann jetzt aufstocken muss, alle. Ich guck mir gerade mal an, ob ich lieber... Also das Problem ist, ihr seht ja, manchen Runden können wir gar nicht mehrere Chors aufstellen, ne? Ja, von da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn ich jetzt ein Chor komplett aufstelle. Ich könnte mir jetzt vor der Schlacht angucken, wie viel ich aufstellen darf, oder? Dann kann man ja danach nochmal Camp gehen, dann kann ich ja genau gucken, was wir brauchen. Macht man ja in der echten Kampagne auch so. Okay, hier sind 18.000 Unionssoldaten, die uns angreifen. Wir sind diesmal in der Defense. Das scheint echt dann eher einfacher zu werden. Und hier sieht es so aus, als ob ich nur 10 Brigaden in einem Korps aufstellen darf. Von daher wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn wir mal die Command-Pointe verbessern, dass wir halt hier, das ist ja Nachschub, das zählt ja nicht als Brigade, ne? Also wir haben ja wohl 7 Brigaden in einem Korps nur maximal. Und wir dürfen 10 aufstellen bei sowas. Dann wäre es ganz gut, wenn wir einen Punkt mehr hätten. Hier unten geht das, glaube ich, bei Karriere. Ja, jetzt bin ich nicht sicher, wie viele Punkte man da braucht. Zack. Was hast du jetzt gesagt? 3 Corps, 3 Division per Corps, 4 Brigaden per Division. Moment. Ändert sich dann irgendwas? Gar nichts, ne? Ändert sich dann hier unten. Außer, dass wir die auf 2000 Mann aufstocken können. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und beim vierten Level kriegen wir, glaube ich, noch eine drauf. Also ich würde halt lieber die anderen Sachen nehmen. Aber ich denke, Dächer, gerade diesen kleinen Schlachten haben wir ja gesehen. Kann ich sonst den Großteil meiner Armee nicht nutzen. Von daher machen wir das lieber. Okay, dann machen wir das so. Und ja, dann stocken wir die jetzt einfach auf, wieder mit Rookies. Hast du nicht gerade gesagt, ich darf auf 2000 Mann jetzt? Yes, sir. Ich hätte gesagt, auf 2000 Mann gehen. Mir ist ein bisschen überrascht. Yes, sir. Na gut, dann nicht. Yes, sir. Das hat mich jetzt, das ist schon ein bisschen eigenartig. Artillerie, ja, einfach mal auf 10, schön gerade Zahl. Yes, sir. Doch nicht yes, 2000 Mann. Nächster Level ist wahrscheinlich 2000 Mann, das yes, sir. Mute ich mal ganz stark. Okay, also yes, mindestens das erste Chor müssen wir komplett ausstatten, noch hier unten mit. Machen wir da mal weiter. Ja, die Kavallerie haben sie halt ausgelöscht, von daher können wir jetzt eine neue Kavallerie machen. Ich überlege hier tatsächlich, dass wir hier noch eine Infanterie reinmachen komplett. Wir haben keine Farmers mehr im Lager. Okay. Reboard Farmers, dann nehmen wir die als nächstes. Yes, sir. So. Haben wir die voll. Und jetzt machen wir hier die dritte. Schnell. War doch richtig. Okay. Yes, sir.
So, und das machen wir vielleicht mal eine etwas mobilere Truppe hier. Und zwar Kavallerie mit Säbeln. Ich glaube halt echt, dass die Säbelgeschichte sich eher lohnt. Und wir machen die Squads vielleicht mal wirklich hier mit Absicht jetzt kleiner, damit wir einfach mehr Truppen aufdecken können. Die müssen ja nicht jeden angreifen. Die sollen mir halt wirklich nur sagen, was wo abgeht. Kann ich nicht createn. Keine Säbel mehr im Lager. Super. Ich würde aber ganz gerne bei den Säbeln bleiben. Ja, lassen wir das. Also Sir. drei Kavalleristen ist ja eigentlich auch genug. Das ist ja jetzt kein großes Drama. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Der Johnston allerdings, den hätte ich eigentlich lieber, dass der das nicht befehlt, dass der das. Also macht ja Sinn, dass der mit der meisten Erfahrung, dass der andere Sachen befehlt. Leutnant Colonel. Ja, pack mal einen von denen da rein. Ich bin ja nicht sicher, wenn man das bewerten muss, aber die zwei Sterne sind sicher mehr als Yes, das Sir. komische Blatt da. Und First Division. Ja, Brigadier, General. Der levelt auch nie auf, ne? So, den Johnson packt man jetzt da rein. Der Yes, hat Sir. halt ein bisschen mehr Erfahrung. Okay, normalerweise könntet ihr hier noch einen Skill hier vergeben. Scheint aber jetzt hier, der muss ja erst aufleveln. Ich hätte gedacht, wenn der General ist, oder was auch immer, dann geht das eher. Aber ich glaube, dass das den Effizienzlevel nur einfach erhöht von der Infanterie da drin. Ja, hier oben diesen Bonus bringt der, glaube ich. Bei dem ist es massiv geringer hier. Das kommt halt nicht nur von dem Kommandeur, sondern glaube ich auch von dem. Könnte mich da aber vertun. Gut, jetzt haben wir halt eine massive infanterielastige Armee. Nachschub überall noch voll. Ach ja. Noch ein bisschen was über. Ja, aber ich denke, wir lassen das so, das ist schon okay. Hatte ich nicht eben noch eine 10. Kanone geholt? Da geht hier ein bisschen was runter. Ja, dann lassen wir das Yes, einfach. Das ist Sir. jetzt egal, ob das 9 oder 10 sind, ist völlig wurscht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier in diese Defense-Schlacht rein. Machen wir direkt in dem Video vielleicht noch einen Anfang mit drauf. So, das erste Korps wird deployed. 11 Brigaden haben wir angeblich jetzt da drin. Ich glaube, die 11. ist halt das da unten, oder? 10? Sind sogar 12 mit dem General. Ja, was heißt denn das jetzt? Kriege ich dann irgendwie einen Abzug? Weil ich kann das trotzdem starten. Also ich meine, ich kann einen Korps da reinpacken, muss ich jetzt, sonst hätte ich einen rausgekickt. Nicht sicher, was das bedeutet, ob der vielleicht als Reserve dann kommt. So, will attack our position. Klingt eigentlich ziemlich simpel, ehrlich gesagt. Zwei Positionen mit einer super Defense-Position, mit einem Fluss. Also, was sollen die denn da bringen? 10 Milliarden Soldaten oder wie sollen die mich denn aufhalten? Wie soll das denn gehen, Freunde? Da habe ich ja meine Zweifel, dass sie das herbekommen. Ja, grundsolide Armee haben wir hier auch stehen für. Infanterie sind auf allen Seiten. Starten das jetzt einfach so. So, die beiden gehen halt hier vorne verteidigen. Die machen hier eine Linie. Ah, ist da vielleicht sogar schon zu viel angeklickt. Ich gerne drei von euch. So passt das. Du bist quasi Reserve. Du bist da unten die Reserve. Und der General, der reitet erstmal hier oben hin. So, unsere Artillerie, ich würde die jetzt einfach hier mittig hinstellen. In der Hoffnung, dass die halt dann alle Seiten schießen kann. Kavallerie in beide Richtungen, hier wollen wir mal sehen, was da los ist. Munitionswagen auch hier mittig schön hinstellen. So. Und dann gehen wir mal gucken, was die Jungs haben. Ein bisschen schneller machen mit der Aufstellung. Ich bin mal gespannt, was die jetzt bringen. So, ich will nicht durch den Wald reiten, wenn es irgend geht, sonst überraschen die mich nachher auch und sind wieder die Kavalleristen alle tot. Also schön, schön tief reinreiten. Noch ist kein Gegner da. Auch mal nicht so viel Sicht, die ich habe. Ne? Wow, 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 wow. Ich habe gedacht, die kommen jetzt von vorne und nicht von oben. Okay, das ist natürlich jetzt ziemlich dumm für ihn, weil er jetzt wahrscheinlich stirbt dadurch. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, die kommen halt hier vom Osten. So hatte ich halt den Pfeil interpretiert. Vielleicht kommt er gerade noch so raus. Schwein gehabt, mein Freund. Okay, dann wissen wir schon mal, dass sie von da kommen. Dann gucken wir mal, was hier kommt. Hier unten das gleiche Spiel. Sharpshooter. Und eine große Truppe. Die Scheiße, die scheinen gar nicht frontal zu kommen. Lass mich hier rumreiten, ich kann noch ein Auge machen. Die scheinen eher von oben und unten zu kommen. Haha, schmutziger Trick.
Lass mal gucken, wie viel wir von dem vielleicht nochmal hier sichern können. Wenn wir oben und unten kommen, dann muss ich vielleicht noch ein paar Truppen oben und unten. Oh, da ist auch ein Sharpshooter. Da kommen die Kanonen. Jetzt haben wir zumindest eine kleine Idee von der Armee. Ja, das hat mich jetzt ungefähr 150 Reiter gekostet. Das war ein sehr teurer Scout. Vielleicht sollte ich aufhören, bei Wäldern zu scouten. Okay, zieh dich einfach mal zurück, beide Kavalleristen. Das bringt dir jetzt eh nichts. So. Kommst du da nicht durch? Ich wollte jetzt sagen, er stellt sich hier unten hin, damit keiner kommt. Also wahrscheinlich wird hier über die Steinbrücke wird jemand kommen. Von da würde ich die jetzt hier ein bisschen weiter hier unten deployen. Moment. Schwierig. Na, so ein bisschen schräg sollte das eigentlich werden. Nicht ganz simpel das Ganze. So. Dann bin ich nicht an der Flanke überrascht. Das müsste eigentlich gehen. Den würde ich ganz gerne da oben hinstellen, und ich sehe, wenn die da rausgucken. Ja, frontal kommt auch was, aber wenn ich das richtig gerade gesehen habe, sind das nur Skirmisher an der Front. Die Hauptarmee kommt vom Norden und vom Süden, haben sie sich aufgeteilt, was auch völlig unerwartet ist. So, lass mal hier oben gucken, dass wir da vielleicht mal ordentlich uns aufstellen. Gut, dass man da eine Reserve hat, eine 4. Brigade. Jetzt weiß ich nicht mehr, was da unten kommt. Also ich weiß nicht genau, wie die Mengen von denen sind, aber es ist auf jeden Fall oben und unten kommt der Stoß. Da muss man ein Auge drauf haben. Vergiss mal den Skirmisher. So, Mund mittig bringen, General mittig bringen. Go, go. Geh mal da oben in den Wald. Wie weit wollen die mich umgehen? Ist das Sherlock? Ja, da unten kommen sie über die Brücke. Deswegen hatte ich hier redeployed. Für mich ist halt nur wichtig, dass sie nicht so viel Deckung bekommen. Hier ist zwar Deckung, aber so OP ist das, glaube ich, nicht. So ein bisschen Grünzeug. Dass sie halt jetzt hier einmal hinter mir sind, das ist halt relativ störend. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht darauf reagieren sollen, indem wir mit den beiden da reingehen. Aber auf der anderen Seite, also wir stehen ja eigentlich hier gut aufgestellt. Solange der nicht zur Artillerie geht, läuft das. Das wäre halt, was der Kavallerist sich anschauen muss. Ja, das gefällt mir nicht hier, diese Ecke. Und dann tun wir die einfach mal redeployen hier. Also mittig ist ja sicherer, das haben wir gerade festgestellt, ne? Wir schießen jetzt auch mal ein bisschen. 54%, 100. Gehen wir einen Schritt zurück in den Wald dann einfach. 82%, jo. Und vorne kommt da jetzt gerade keiner, ne? Ich warte jetzt, bis die ihr Feuergefecht machen. Und dann schiebe ich den vielleicht seitlich rein. Ich habe sogar fast versucht, den einzuschwenken nach oben oder nach unten, je nachdem, wie sie sich aufstellen. Ja, da kommen aber 2000 Mann. Also da ist Einschwenken vielleicht doch nicht die beste Idee. Der hat jetzt hier im Haus leider auch seine dreckige Deckung, aber der ist so groß wie das kleine Haus, ne? Und da hat er nicht 100% Deckung. So, die sind wieder hinter uns. Jetzt kommen sie auch von der Seite. Aber, ne? Das waren die Scouts. Die haben jetzt dafür schön gesorgt, dass wir das sehen. Und da wären wir jetzt nicht so eiskalt überrascht, wie ich das eigentlich ursprünglich Angst vor hatte. So, Moral ist auch hier. Also ich glaube nicht, dass der Sturmangriff zu erfolgreich wird. Da ist der dreckige General. Da kommen 2000 Mann. Die haben gerade nichts zu tun. Ich weiß noch nicht, ob die da noch was durchkommen will. Aber die geben jetzt auch Feuersupport, wenn er da stürmt. So, jetzt haben sie sich leider rumgedreht und mein Kavallerist angefeuert. Okay. Ich habe jetzt gehofft, dass ich den Rücken reiten kann. Zurückgeschlagen. Das sieht schon hübsch aus, ne? Mit dem Musketenfeuer. Ich mag sowas. Die haben es auch versucht hier vorne. Das Ding ist halt, dass ich die besseren Nahkämpfer in aller Regel habe, ne? Im Vergleich zu den Unionstruppen. Was es halt bedeutet für die Union ist halt, dass sie bei sowas ein Feuergefecht in aller Regel führen muss, sonst passiert halt sowas hier. Und das bedeutet aber auch, dass sie eigentlich eine größere Übermacht braucht. Also sie muss mit 2000, 1500, wenn ich halt eine Deckung habe, wie blöde, ist ja nicht hilfreich. Obwohl der jetzt ein bisschen nah drin ist, leider. Ich würde jetzt ganz gerne, wenn der nicht benötigt wird, würde ich den ganz gerne hier vorne hinrennen und den hier vorne, ne,
den hier vorne einschwenken, dass wir den da rausholen massiv. Und dann vielleicht sogar von drei Seiten Sturmangriff machen. Der ist gerade unsichtbar geworden. Ach ne, der ist im Sturmangriff gegangen. Wo ist denn der Medikus? Hallo, Medikus, wo bist denn du? Keine Ahnung, wer da hinten ist. Aber es wäre gut, wenn die Moral nicht bricht bei sowas. Und dann ist halt gut, wenn der General dabei ist. Feiger Hund. Ja, geh mal zurück in den Wald, bitte. So. Kann man noch chargen hier vorne? So. Ich will jetzt wirklich von drei Seiten mal chargen, in der Hoffnung, dass die Jungs dann keinen Bock mehr haben. Macht er das? Und drei Seiten sollte das jetzt eigentlich sein, dachte ich. Genau, und jetzt gibt es ein großes Massaker. Also wenn der Trupp weg ist, dann ist hier unten halt doch ein ganzes Stück entspannter, das Ganze. Und die scheinen die halt zu massakrieren, ohne Verluste meinerseits, ne, weil die halt am Routen sind. Das genauso, wie ich das eigentlich wollte. Das macht den General glücklich. So, der ist ja jetzt gut angeschlagen, ne? Versuchen wir den auch mal von hinten niederzureiten. Auch wenn das halt nur ein paar Reiter sind, das reicht ja vielleicht, wenn die nicht wieder kämpfen, dann sollte das ja gehen. Wieso geht der eigentlich hier im Kreis spazieren? Versteht das halt manchmal nicht, ne? Wie die sich bewegen. Okay, wie frisch bist du? 36%? Ich weiß halt nicht, ob ich mit denen Sturmangriffe befehligen will. Aber die da oben können auf jeden Fall mal reinchargen. Vergiss immer den Button hier, den da. Okay. Und dann gehst du aus dem Wald raus. Ja, die routen jetzt. Sehr schön, da kann man die massakrieren. So, da unten der wird auch in Stücke gehauen immer noch. Ganz hervorragend. Kommt der leider wieder. Da ist jetzt ein Skirmisher reingekommen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Da jetzt einfach rumdrehen ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung. Ja, Jungs, kümmert euch mal darum. Bist ja eh erschöpft, kannst ja eh nicht mehr mitkämpfen, sinnvoll. Dann sind wir einen Nachschub erobert. Kein Drama, holen wir gleich wieder. Was sie mehr stört, ist halt, dass sie die Artillerie vielleicht vernichten, ne? Da würde ich ganz gerne drauf verzichten. Geh mal da oben hin. So, lauf mal hinterher. Weiß nicht, ob er den schaden kann. Versuchen wir mal. Der ist nämlich auf dem Waver, dann machen wir wieder ohne Verluste alles tot. Ja, da ist halt einer hinter mir jetzt. Lass mal gucken, ob du den doch holst. Warum willst du da nicht hingehen? Kein Bock? Magst du nicht? Ich glaube nicht, dass der einen Sturmangriff macht, weil der einfach keine Moral mehr hat. Und hier unten der wird weiter noch in Stücke gehauen. Also ganz, ganz hervorragend. 500 Kills haben die schon fast gemacht, nur 100 Reiter verloren. 600 zu 200. Gut, aber das Skirmisher muss halt weg, ne? So, die Kanonen stehen jetzt hier vorne. Das heißt, die können jetzt hier auf Close Range, können die jetzt hier Feuer reinpacken. Könnt ihr mal immer euch ganz in die Deckung stellen. So wegen Vernunft und so weiter. So, der ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja, der Charge hat wohl nicht funktioniert. Okay, aber der kommt auch nicht mehr wieder, denke ich, ne? Also gucken, dass wir hier langsam runtergehen. Die Kavallerie, ich weiß nicht, ob die jetzt alleine das halten kann, aber wir können zumindest gucken, ob der wiederkommt. Und Siegfried eigentlich da hinten. Die sind immer noch hier unten, diese Brigade am Abschlachten. Nice. So, den Typen verfolgen, das ist mir halt echt zuwider. Ich sehe allerdings auch nicht, dass wir den einfach ignorieren können hinter unseren Linien. Ja, ich glaube, wir müssen uns hier vorne mal ausrichten zu den Skirmishern. Das ist halt echt Zeitverschwendung. Ich kann Detachment machen, ne? Lass mal gucken, wie das geht. Combine Division. Detached Skirmishers. Wie viel ist jetzt detached? 100 Mann? 180, okay. Aber das heißt, wir können hier vorne eine echte Brigade hinbringen. Und die können jetzt die Flanke gegen den Skirmisher da halten. So, das gleiche machen wir hier vorne. Das war der Detached-Button. So, hier auch. Die halten einfach dann nach hinten alles. Weil das ja eigentlich ganz hervorragend funktioniert im Moment. Dann bringen wir die zurück an die Armee. Die schlachten immer noch die Brigade ab. Die sind leider im Nahkampf hier, das muss aber trotzdem passen. Ja, hier oben wollen wir nicht kämpfen, wenn es geht. Stell dich mal auf die Seite des Waldes in Sicherheit. Da oben sind Geschütze. Das wäre tatsächlich eine Maßnahme für die gute Kavallerie. Da ist eine Kanone gewesen irgendwo. Ich kann nur hoffen, dass die mich jetzt nicht ausschalten, aber die sind ja eigentlich, die sind ja gut beschäftigt, hätte ich gesagt. Ja, dieses Detachment, das ist eine super Sache. Das hätte ich viel, viel früher machen sollen.
Ich wünsche, die würden sich nicht immer in alle Richtungen drehen. Bist du erschöpft? Nee. Ist das die schnellste Speed, die du haben kannst? Sieht ganz so aus. So, such mal die Artillerie. Da ist irgendwas. Da ist die Artillerie. Die hätte ich ganz gerne, dass sie weggeräumt wird. Oh, da kommen sie schon. Die mögen das auch nicht. Ganz hervorragend. Go, go. Wir haben nur 88 Mann. Und wenn der gleich eine Salve abgeht, sind die alle tot. Das wäre natürlich ultra doof. Ist aber jetzt auch nicht so, dass da wieder Optionen gibt für... Ja, die haben die ganz schön kaputt gemacht. Super Ergebnis hier unten erzielt. Super, super Ergebnis. Also die kommen sicher nicht nochmal wieder, die Leute. Ob ich die niederreiten kann, weiß ich nicht. Tun wir lieber mal gucken, wo mein Supply-Wagen hin ist. So, ich habe das Gefühl, hier unten ist jetzt safe. Und da können wir jetzt tatsächlich hier oben Truppen näher ranbringen und hier vielleicht aushelfen, wenn es Probleme gibt. Hier einen Schritt nach hinten gehen, weil die gerade so eine Umzinglungsaktion beim Focus Fire machen auf einen. Du bist auch viel zu weit da drin für meinen Geschmack. Geh mal hinter den frischen Brooks. Ja, die Kanone wird immer noch ausgeschaltet. Wahrscheinlich muss ich aber gleich trotzdem disengagen, weil es sonst hier weh tut. Ja, lass mal wegreiten, auch wenn wir die jetzt nicht komplett ausschalten können. Wir haben die von 250 Mann, ne, irgendwie runtergebracht. Das sind eine ganze Menge Geschütze kaputt. Das war sogar eine Level-2-Kanone. Also eine super erfahrene Truppe zerstört. Wo ist denn wieder dieser dreckige Medikus? Da. So, die 180 Mann vielleicht doch mal auch hier da reinbringen. Ich denke, wir müssen den jetzt hier mal flanken. Das ist halt zu viel Focus Fire gerade an der Stelle. So, Medikus, bleib mal hier. Ich wünschte, der würde nicht mehr abhauen, der General. Ist genauso feige wie ich im echten Leben. Ich wäre halt da auch nicht an die Front gegangen. Hier unten könnten wir tatsächlich oder müssten auch mehr Truppen abziehen wahrscheinlich. Geh mal hier einen Satz machen an der Seite. So, ist routed, der mochte das wohl nicht. Sehr schön. Lass mal gucken, wie weit wir da runterreiten können, ob wir da vielleicht irgendwas kaputt machen können, Nachschub klauen und so. Wir müssen mindestens zwei Generäle haben, weil die zwei Wagen haben. Jeder Wagen gehört ja zu einem Korps, wie wir jetzt wissen. Mein gestohlener Wagen ist irgendwo noch hier hinten, ich weiß nur nicht wo. Und jetzt können wir den noch engagen, den Typen. Vielleicht können wir den gefangen nehmen. Oh, da ist noch eine Artillerie. Auf sich alleine gestellt, die holen wir uns auch. So, den Trupp haben wir in die Flucht geschlagen. Da kommt jetzt leider Verstärkung. Ich frage mich gerade, ob wir jetzt hier reingehen wegen der Deckung und mit denen kämpfen, weil da hat er eine bessere Stellung als wir. Ich würde sagen, wir machen das nicht. So, wir bringen jetzt hier einfach nochmal die Leute in die Mitte. Da vorne, der hat die auch geroutet von der Seite. Ganz, ganz schön. So, Charge. Den Nachschub klauen wäre halt auch cool. Ich weiß ja nicht, was ich zuerst machen soll. Es wird alles lukrativ hier, ne? Ja, lass mal gucken, ob wir den da vorne jetzt nicht vielleicht auslöschen können. Müsste eigentlich gehen. Ja, als ich die Artillerie gut genug ausgeschaltet habe, würde ich noch super schnell gerne den Nachschub klauen. Falls der bis dahin nicht futsch ist. Ja, einfach rein da. Schießt die Artillerie eigentlich fleißig? Fast 400 Kills, aber Preis-Leistung ist halt schlecht bei sowas. Können wir hier vielleicht nochmal einen Charge bekommen? Von allen? Ich will den halt jetzt wirklich ausgelöscht sehen, wenn es irgendwie geht. Du bist auch noch frisch, dann charge mal mit. Dass er da wirklich gemeinsam rangeht. Der Medico schon wieder in letzter Reihe, ey. Der macht mich fertig, der General. Apropos fertig, die Kavallerie ist verschwunden. Wahrscheinlich hat da irgendjemand eingegriffen von dem. Schade. Ja, also so wie ich Kavallerie einsetze, bei mir geht die halt andauernd drauf. Ne? Oh, da sind zu viele Leute. Geh mal zurück. So, machen wir noch eine Offensive oder... Den haben wir ausgelöscht, sehr gut. Ja, die Frage ist halt, die Stellung halten. Oder in den letzten 40 Minuten hier nochmal einen Ausfall machen. Ich glaube, das lohnt sich aber nicht. Das ist übrigens mein Nachschub, der da lang fährt. Kannst du... Du wirst ja gerade eh nicht gebraucht, ne? Und hier vielleicht ein Detachment. Hast du ein Detachment jetzt gemacht?
Combine. So, on the double. Ich kann nur hoffen, dass die Schlacht nicht besonders viel weiter geht. So, dass ich den Nachschub noch zurückerobern kann, weil der hat nämlich Geld gekostet. Also die Schlacht, wie gesagt, bräuchte ich ihn jetzt eigentlich nicht, aber weil er Geld gekostet hat, hätte ich ihn gern wieder. Das ist so die Grundidee. Also muss ich ihn wahrscheinlich neu kaufen nach der Schlacht. Ja, das sieht gut aus. Kannst du mal aufhören, da immer so wahnsinnig rauszulaufen? Ja, die Manpower geht langsam zur Neige hier, aber ich denke, die Moral von denen ist so miserabel, dass die da nichts rausholen können wegen. So, da haben wir den jetzt. Das heißt, du kannst wieder zurück an die Front. Ihr holt euch jetzt den Nachschub, vermute ich mal, und dann ist das auch geklärt. Also es könnte noch brechen, aber der Moral ist eigentlich schlechter als meine Moral. Und der gesagt. Ja, da oben, das ist jetzt ein bisschen viel gerade die letzten 20 Minuten. Jetzt will ich nicht riskieren, das noch abzugeben. Den kann ich jetzt nicht abziehen da, ne? Aber halt mal da oben bitte drauf. Keine Ammo, sagst du? Lass mal hier vielleicht von der Seite. Und du gehst auch mal nach oben, falls es noch unbedingt sein muss. Double Quick. Mit 0 geht es natürlich nicht. So, den Nachschub haben wir erobert. Wird uns wahrscheinlich aber nicht mehr weiterhelfen. Ist der Medikus wieder hier? Da ist er. Sehr gut. Ne, der war schon richtig diesmal. Okay, so, die Seite haben wir komplett geschlagen. Und da wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn wir hier oben die Truppe mit reinbringen. Auch schon erschöpft, leider. Das ist hier knapper, als mir lieb ist auf der Seite. Die könnten das halt echt noch gewinnen, ne? Zumindest in dem oberen Punkt. Obwohl, ist die... Wie ist denn die Moral von der Truppe da? Eigentlich dürfen die auch nicht mehr top sein. Und jetzt bitte mal voll in die Seite. Wir könnten auch noch einen Nahkampfangriff gegen die machen, zur Not. Halt, ob so viel wie wir haben. Einfach zu verhindern, dass der weiter uns drauf schießt. Bist du eigentlich richtig ausgerichtet? Das sah jetzt nicht so aus bei mir. Da kommt die Verstärkung. Also noch 6 Minuten, da sollte eigentlich, sollte das jetzt gehen. Bam, guter Einschlag. Ja, jetzt machen die ein Feuergefecht und das ist halt immer die Regel, dass wir da schlechter abschneiden. Das ist jetzt auch nicht ultra super unbedingt, ne, im Verhältnis. Aber es funktioniert. So, okay. Ja, das war dann noch ein bisschen knapper am Schluss, als ich dachte. Die hatten halt ein Drittel mehr Soldaten, okay. Ich habe 2 Kanonen verloren, die 7, sehr schön. Infanterie, die haben fast doppelt so viel, mehr als doppelt so viel verloren. Also es war eigentlich eine ganz gute Schlacht von daher. Was haben wir erbeutet? Napoleon. Unsere Waffen haben wir zurückbekommen. Ja, alle, die armen Kavalleristen. Bei mir wollte ich nicht in der Kavallerie arbeiten. Also zum Strich würde ich sagen, es war zwar ein Sieg, aber so richtig viel gewonnen haben wir auch nicht. Weil auch eine Menge Manpower bei Jordan wieder gegangen ist, ne? 6000 Mann, wir haben 4000 Mann verloren. Also es war auf jeden Fall ein Sieg, aber es waren halt insgesamt Peanuts, ne?